gehören Kirche und Musik zusammen und bieten Gottesdienste Raum für ganz neue, aber auch traditionelle Zugänge mit Klängen in aller Vielfalt, einer Verbindung von weltlichen und auch kirchlichen Melodien. Was ein Schatz, den Musik uns doch eben gibt, auch für einen Gottesdienst. Auf das Gemeinschaft entsteht, Melodien von biblischen Texten, aber auch Instrumenten uns doch erreichen und wir Gott gemeinsam in unserer Mitte ankommen lassen. Und daher bitte ich, diesen Gottesdienst wirklich mitzuerleben und zu genießen, sich nicht hinter einer Kamera oder dem Handy dann ablenken zu lassen. Ich bitte, dass wir gemeinsam diesen Gottesdienst dann hier feiern und lade gleich zu Beginn ein, dass wir gemeinsam miteinander beten. Gott, an diesem Morgen sind wir hier zusammen, gespannt und dankbar für diese Gemeinschaft, die du uns schenkst. Und als deiner Schöpfung hast du den Klang des Lebens gegeben. Öffne unsere Herzen, Augen und Ohren, damit wir deine Melodie entdecken, wenn wir nun auf dein Wort hören, wenn wir der Musik lauschen und Gottesdienst feiern. Lass uns achtsam sein, auf Töne deiner Botschaft zu hören und sie aufzunehmen, dass wir in Einklang sind mit dir und untereinander, so wie wir sind und mit dem, was uns bewegt. Amen. Sie alle haben ein Liedblatt hoffentlich in den Händen. Es gibt auch drei Lieder, die wir heute miteinander singen wollen. Das erste finden Sie gleich abgedruckt, Lobe den Herrn. Thank you.
24. Kapitel des Lukas-Evangeliums und habe die Übersetzung der Bibel in Ordnung für einen gewählt. Wer mag und kann, bitte ich ganz. Am selben Tag gingen zwei Kinder nach Emmaus. Einem Dorf 11 Kilometer von Jerusalem entfernt. Unterwegs sprachen sie miteinander über die Ereignisse der vergangenen Tage. Während sie sich unterhielten und nachdachten, kam Jesus selbst hinzu und ging mit ihnen. Aber sie, wie mit Blindheit geschlagen, erkannten ihn nicht. Worüber sprecht ihr da miteinander, wollte Jesus wissen. Die Jünger blieben traurig stehen und verwundert bemerkte Kleopas, einer von den beiden: Du bist wohl der Einzige in Jerusalem, der nichts von den Ereignissen der letzten Tage weiß. Was meint ihr, fragte sie. Mama, das, was mit Jesus aus Nazareth geschehen ist, antworteten die Jünger. Er war ein Prophet, den Gott geschickt hatte. Jeder im Volk konnte das an seinen mächtigen Worten und Taten erkennen. Aber unsere obersten Priester und die anderen Mitglieder des Hohen Rates haben ihn an die Römer ausgeliefert. Er wurde zum Tod verurteilt und dann ans Kreuz geschlagen. Dabei hatten wir gehofft, dass er der von Gott versprochene Retter ist, der Israel befreit. Seither sind nun schon drei Tage vergangen. Und dann wurden wir heute Morgen auch noch mit einigen Frauen sehr beunruhigt, die zu uns gehören. Schon vor Sonnenaufgang waren sie zum Grab gegangen. Aber der Leichnam von Jesus war nicht mehr da. Die Frauen kamen zurück und erzählten ihnen, sei ein Engel erschienen. Die sagten, Jesus lebt. Einige von uns sind gleich zum Grab gelaufen. Es war tatsächlich alles so, wie die Frauen berichtet haben. Aber Jesus haben sie nicht gesehen. Darauf sagte Jesus zu ihnen, wie wenig versteht ihr doch? Warum fällt es euch nur so schwer, alles zu glauben, was die Propheten gesagt haben? Musste der von Gott erwählte Retter nicht all dies erleiden, bevor ihn Gott zum höchsten Herrn einsetzte? Dann erklärte ihnen Jesus, was durch die ganze Schrift hindurch über ihn gesagt wird, von den Büchern Mose angefangen bis zu den Propheten. Inzwischen waren sie kurz vor Emmaus und Jesus tat so, als wolle er weitergehen. Deshalb drängten ihn die Jünger, bleib doch über Nacht bei uns, es ist spät und wird schon dunkel. So ging er mit ihnen ins Haus. Als Jesus sich mit ihnen zum Essen niedergelassen hatte, nahm er das Brot, dankte Gott dafür, brach es in Stücke und gab es ihnen. Da wurden ihnen die Augen geöffnet. Es war Jesus. Doch im selben Moment erscheint er und sie konnten ihn nicht mehr sehen. Sie sagten zueinander, hat es uns nicht tief berührt, als er unterwegs mit uns sprach und uns die Heilige Schrift erklärte? Ohne Zeit zu
damit euch im Friede von dem, der da ist, der da war und der da sein wird. Amen. Ich glaube, ob mit dem Klang der Stille, Sound of Silence, oder mit Pauken, Trompeten, Harfen, Flöten, Musik fasziniert. Und wenn ich so ihre Gesichter gucke und hier nach vorne, dann stimmen sie mir wahrscheinlich auch alle zu. Ich glaube, davon erzählen die vielen Stunden und Kilometer, die ihr beim Spielmannszug schon gemeinsam hinter euch gebracht habt. Wo auch so viele so ganz jung dabei sind und sich auf schon erstaunliche Weise ihre Wege suchen bei euch in eurer Gruppe zu dem Platz hin, von dem aus dann gespielt wird. Stunden, Kilometer, wie viele wären das? Dass man miteinander klingt, natürlich. Musik fasziniert, davon erzählen, glaube ich, auch die unzähligen Male, wie Organisten, wie unsere Organistin Olga Renz zum Beispiel schon mal die Treppen bis zur Orgel empore, rauf und nach dem Gottesdienst wieder runtergegangen ist, damit wir dann hier Gottesdiensten auch singen können. Olga, ich weiß gar nicht, weißt du, wie oft du hier schon rauf und runter gelaufen bist? Nein. Zählt man auch? Dass Musik fasziniert, davon erzählen, glaube ich, auch die vielen, vielen, die zu Konzerten ihrer Stars gereist sind. Ich frage mal, wer von euch war denn schon mal einmal zu einem Konzert von dem Lieblingssänger, der Lieblingssängerin oder der Band? Oh, jawohl, hab ich auch. Also, einmal, vielleicht sogar mehrere Mal. Haben vielleicht einige von euch lange gewartet, um endlich mal jemanden live zu sehen. Ich weiß, es gibt ja auch Leute, zum Beispiel weil zu Helene Fischer wollen. Hat sich ja etwas verspätet, weil sie sich erst verletzt hatte. Das Konzert wird dann nachgeholt. Viele haben sich auf den Weg gemacht, um mit Partner, Partnerin, Familie einen unvergesslichen Abend zu verleben. Auch da wird gar nicht die Zeit dann gemessen und gezählt, sondern einfach nur genossen, weil die Musik doch fasziniert, Texte mitgesungen werden können. Ich habe gerade gesehen, als Sound of Silence gesungen wurde, von dir, da hat auch schon hier drin einige, haben einige mitgesungen. Dass Musik fasziniert, davon erzählen die ganzen Lieder, die wir eben heute hier in diesem Gottesdienst hören, so ganz unterschiedliche sind es, tradiert, überliefert, gesungen von schon ganz vielen Generationen, gesungen als Wegbegleitung, gesungen heute vielleicht auch in dieser Form hier das erste Mal. Was wäre unsere Welt doch still, wenn nicht Musik sie füllen würde? Klänge, Melodien, Töne, Rhythmen. Ich vermute, nicht ohne Grund ist mal die Aussage entstanden, dass etwas klingt wie Musik in den eigenen Ohren, weil etwas einem besonders gut gefällt, weil ich mich daran erfreuen kann, Musik in meinen Ohren. Ich vermute auch nicht ohne Grund dreht sich mal jemand um und sagt, du kannst aber schön singen. Oder wirkt Musik auch beruhigend, zum Beispiel auf Babys, aber auch am Krankenbett? Oder gibt es zum Beispiel, so habe ich gesehen, auch Videos mit Gebärdensprache, damit auch taube Menschen Musik spüren können? Nicht ohne Grund wird von Martin Luther überliefert, so predigt Gott das Evangelium auch durch die Musik. Weil nämlich genau Musik hilft, das, was Texte sagen, ganz anders zu verstehen. Weil sie Glaubensklang verschafft, weil sie mit einem ganz anderen Rhythmus eingeht. Und zwar nicht nur ins Ohr, sondern auch ins Herz. Viele Komponisten haben hierfür einst Notenpapier geschrieben und können das heute ja mit diversen Medien tun. Viele Stücke sind entstanden, die einst modern und heute für manche einen dann irgendwie alt klingen, aber doch auf ihre Weise Gottes Botschaft in der Welt hörbar werden lassen. Musik fasziniert. Und so kann auch Kirche diesen Klang bewahren, aber auch zugleich offener Klangraum bleiben und immer wieder werden für all das, was sie neu auch möglich ist.
und brauchen wir Menschen doch immer einen neuen Klang, auch von anderen für uns mit weitergegeben, brauchen wir einen Klang in vielen Lebenssituationen, weil Musik uns hoch hinausträgt, in einer Freude zum Beispiel, weil Musik aber eben auch in Tiefen trägt, in einer Traurigkeit, weil Musik trägt im Wandel, in all den Umbrüchen, die wir erleben, und weil Musik weiterträgt, nämlich die Sehnsucht nach Frieden, den Wunsch nach Toleranz, die Freude am Leben, das Vertrauen in Liebe und selbst im Klang der Stimme. Und eben auch die Melodie Gottes. Es gibt vieles, was weltliche und kirchliche, ganz unterschiedliche Klänge miteinander gemeinsam haben und weitergeben. Ja, Musik, sie trägt mich wie euch ein. Wenn ich vermute, jeder hat sein eigenes Lieblingslied. Vielleicht ist es immer das eine. Vielleicht verändert es sich aber auch. Ich weiß gerade neulich, sagte mir noch jemand, bei dem Lied Möge die Straße, da bekomme ich immer Tränen in die Augen. Ich kann gar nicht genau sagen, warum, aber es passiert immer. Ich glaube, es mag auch anderen, mag auch euch so gehen, bei diesem oder bei einem ganz anderen Lied, dass Musik uns dann eben trägt. Und Musik dann als drittes, neben aller Faszination und dem Getragensein, uns miteinander verbindet. Und das bleibt doch letztlich bei allen Unterschieden, was Musikgeschmack oder auch Lautstärke anbelangt, überhaupt nicht zu bezweifeln. Musik verbindet. Und mir gefällt die Frage für heute, was ist eigentlich bei dem, was ich so gerne höre, immer wieder hören könnte, was ist eigentlich bei dem, vielleicht Gottes Melodie? Welchen Klang hat er mir zugedacht, egal wie ich ihn nun gerade nenne? Diesen Gott, welche Melodie wir für ihn? Psalm 81 ermutigt, stimmt an den Gesang und lasst hören die Pauken, liebliche Zithern und Harfen. Natürlich gab es damals ganz andere Instrumente als heute. Auch als heute hier in unserem Gottesdienst, wo manches vielleicht ähnlich ist wie damals, mit den Pauken würde ich mal sagen, liebliche Zither und Harfen, findet man in ganz anderer Form dann hier oder andere Instrumente dazu. Aber ich muss sagen, diese Mischung, nicht nur die von heute, die auch besonders, aber auch die von damals aus dem Psalm, die gefällt mir. Denn die einen mögen mit den anderen zum Klingen kommen. Die Lieblichen, aber auch die Kräftigen. Die Saiten, aber auch die Singenden. Ich finde, das hat etwas enorm Mutiges. Solch einen Zaun sich vorzustellen, sich auf solch einen Zaun einzulassen. Und das hat auch etwas Persönliches, weil ich doch entdecken kann, wo ich gerne dabei wäre. Wo ich mir meinen Platz vielleicht erstmal suchen muss. Und ich merke, da ist mein Platz, da kann ich ankommen. Ich vertraue, solche Melodie Gottes in unserem Leben, die klingt nicht immer gleich. Auch in meinem Leben nicht. Mal gibt sie mir eine ganz klare und laute Stimme gegen jedwede Diskriminierung. Und möchte ich mit dieser Stimme am liebsten überall Spuren eines solchen Regenbogens hinterlassen. Mal ergeht es mir wie den Emmaus-Jüngern, weil das Vertrauen auf Jesu Auferstehung meinem traurigen Sound of Silence in meinem Leben eine ganz neue Hoffnung gibt. Mal lobe ich den Herrn, gefühlt mit allen Pauken und Harfen, weil ich überglücklich bin. Und mal muss ich sagen, bin ich auch ganz schön atemlos, weil Glaube eben auch schwerfallen kann. Mal entdecke ich ganz dankbar, ich bin geliebt. Fast so, als bekäme ich ganz überraschend eine Rose überreicht, mit der ich mich gar nicht gerechnet habe.
ganz spürbar die Sehnsucht, jemand anderen mit auf den Weg zu geben, bis wir uns wiedersehen, halte Gott dich fest in seiner Hand. Liebe Gemeinde, ich glaube, es gibt ganz, ganz viele Lieder, die uns faszinieren, die uns tragen, die wir miteinander teilen, weil sie uns verbinden. Ich vertraue darauf, auch Gott hat sein Lied mit uns. Und mögen doch all die Lieder, sogar auch Gottes Lied, ein unverzichtbarer Ohrwurm, aber eben keine belanglose Dauerschleife für uns sein. Mögen wir miteinander mutig sein, auch diesem Lied unsere Stimme miteinander zu geben. Amen. Und der Friede Gottes, der höher ist als all unsere menschliche Vernunft, bewahrt unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus, unserem Herrn und Bruder. Amen. Thank you.
Wir kommen jetzt zu den Abkündigungen. Eins ganz persönlich und ganz privat vorweg. Die Musik fasziniert mich. Diese, die von Bruce Springsteen, die von den Beatles. Und ich konnte noch eine ganze Menge mehr aufzählen. Das ist meine Welt. Abkündigungen. Im Klingelbeutel des letzten Gottesdienstes waren 29,76 €. Und die Kollekte betrug 17,33 €. Zwei Einzelspenden wurden gegeben, einmal 50 € für die Jugendarbeit und 50 € für den Kindergottesdienst. Die Kollekte, die heute am Ausgang gesammelt wird, ist für die diakonische Jugendhilfe und Jugendsozialarbeit stimmig. Jugendhilfe und Jugendsozialarbeit sind für die Diakonie ein Programm für Selbstbestimmung und Chancengerechtigkeit mit kleinen und großen Herausforderungen im Leben von jungen Menschen. Erfahrungswelten gestalten, Gemeinschaft erleben, eigene Stärken finden und Selbstwertgefühl lernen, das wollen wir unterstützen. Gott segne Geber, Gaben und Empfänger. Ein paar Termine für die kommende Woche. Am Dienstag, 17 um 18 Uhr, der Jugendkreis. Und am Mittwoch um 14:30 Uhr ist wieder Spielenachmittag. Jetzt was Besonderes, was es so in dieser Form noch nicht gegeben hat. Wir laden herzlich ein, am Mittwoch um 18:30 Uhr zum Pferdehof Kuhlemann in der Weinheimstraße. Gemeinsam mit unserer Nachbargemeinde Gussbeutel. An besonderen Orten die Bibel zur Wirkung bringen und die besonderen Orte durch die Bibel wirken lassen. Nach dem Lesen wird zu einem Gespräch eingeladen, wie der Text an dem Ort und der Text und der Ort durch den Text wirkt. Christum wirkt. Also herzliche Einladung. 18:30 Uhr, Pferdehof Kuhlemann, soll ungefähr 1,5 Stunden dauern. Der nächste Hauptgottesdienst ist am kommenden Sonntag um 19 Uhr mit unserer Pastorin Miriam Valerius. Und es folgt jetzt eines meiner Lieblingslieder. Möge die Straße uns zusammenführen, dabei geht der Pingelbeutel an. Thank you.
Wir danken dir für diesen Gottesdienst heute Morgen. Er erinnert uns daran, den Klang des Lebens in all seiner Vielfalt wahrzunehmen. Und daher bitten wir dich. Wenn es leiser ist, in uns, in anderen, in der Natur, lass uns diese Ruhe behutsam wahrnehmen. Schenk uns Zeit, für solche Momente achtsam zu sein. Hilf, ein Wort zu finden, wo solche Ruhe schwer fällt, und dort zu schweigen, wo Stille gerade wertvoll ist. Wenn es lauter ist, in uns, in anderen, in der Natur, hilf uns, diese Vielfalt der Klänge, Stimmen und Töne zu unterscheiden. Lass uns dankbar einstimmen in alle Freude, Euphorie und Leichtigkeit. Hilf, bewusst hinzuhören, um neu zu entdecken, wie vielfältig Lebensmelodien klingen können. Gott, wir alle sind Teil deiner Schöpfung, mit Pauken und Trompeten, Stimmen und Saiten, Flöten und Fantasien. Lass uns erlauschen, wo die Sehnsüchte und Wünsche unserer Nächsten sind. Stärke unser Miteinander, sodass wir zusammen dazu beitragen, dass Frieden werde mitten unter uns und in dieser Welt. Gott, wir möchten diesen Klang des Lebens im Vertrauen auf dich wahrnehmen und legen daher in das Gebet Jesu all das, was uns ganz persönlich bewegt. Vater, unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unsere Schuldigen. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von
auch ist, weil wir miteinander heute diesen Gottesdienst hier feiern und es jetzt dann am Ende noch Süßigkeiten gibt und ich auch mitbekommen habe, dass einige am Freitag dann auch das Zuckerfest gefeiert haben, von euch hier mit dabei. Von daher finde ich das umso schöner, gemeinsam diesen Gottesdienst zu feiern, so unterschiedlich quasi, wie wir eben auch im Glauben miteinander verbunden sind. Und gemeinsam können wir, glaube ich, ganz, ganz viel. Und von daher greift fleißig